Hallo, willkommen zurück zu Dark Souls. Und wir erkunden jetzt weiter diese komische Burg oder was auch immer. Nee, ich glaube, ich gehe erstmal nochmal da hoch und da so rüber. Da lag noch ein Item. Und dann gucken wir weiter. Sonst werde ich das nämlich wieder vergessen und bin später zu faul, das zu holen. Da sitzt auch noch einer. Boah, die armen Dinger. Mal sehen. Oh, hallo. Mal sehen, ob wir die. Oh. Ob wir die Geschichte von denen noch erfahren, was hier passiert ist. Na, okay. Um das zu kriegen, müssen wir da runterspringen. Okay. Ja, gehen wir mal da weiter. Oh Mann. Geht das jetzt die ganze Zeit hier so? Wahrscheinlich. Hallo? Hier noch irgendwas. Ich möchte nur meinen Rücken absichern, ja. Igitt, hier kommen doch bestimmt gleich solche Fliegen. Boah, sieht es eklig aus. Boah. Ja, da. Was ist das? Was ist das? Oh, Hilfe! Was bist du? Alter, was ist das denn? Schnell mal eben heilen. Oh Gott. Boah, Alter. Na! Scheiße. Nein, ich sehe nichts. Alter, ich komme hier nicht weg, ne? Mann. Nein! Okay, ganz ruhig. Blutverlust. Alles gut, alles gut. Der lebt noch. Scheiße, ich dachte, er war tot. Fuck. Oh, fuck. Oh Mann, das war voll unfair. Das sah doch aus, als wäre er gerade gestorben. Wie, was ist das? Den Tod fand ich jetzt nicht fair. Will ich nur mal gesagt haben. Wie immer. Sind wir eigentlich auch beim falschen Leuchtfeuer? Obwohl, ist eigentlich egal, ne? Dauert beides ja nicht so lange. Oder? Soll ich nochmal eben das Leuchtfeuer wechseln? Nein, wir sterben ja nicht nochmal, also ist das egal. Da unten ist ja mit Sicherheit auch ein Leuchtfeuer. Irgendwo ist da auf jeden Fall eins, da bin ich mir sehr sicher. Sind hier ja teilweise so nah beieinander in Dark Souls 3. Da muss eins sein. So. Viele Seelen hatten wir ja vermutlich noch nicht. Bestimmt nicht mal 10.000 oder so. Piu! Tja. Damit hast du nicht gerechnet, was? Irgendwo geheime Wände oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht in den Innenräumen da. So, weiter. Okay.
Naja. Ich wäre an eurer Stelle auch echt sauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt hinter mir herkommen. Höchstens in Schnecken. So, du. Okay. Dann versuchen wir das ja wohl nochmal hier, ne? Wo kam der überhaupt her? Der war auf einmal da. So, ich mache auf jeden Fall hier den Buff. Dann komm doch, du Arsch. Oder kommt der auch schon? Nein! Oh. Pick dich, Alter. Nein? Ja. So, jetzt ist aber gut hier. Okay. Das war... Ich würde sagen, das war die Kämpferversion von den Vögeln, die da alle im Matsch rumliegen. Bloß, dass es dem irgendwie noch besser ging oder so. Oder? Weiß nicht so recht. Boah, ist das ekelhaft. Hab ich da gerade was gesehen, was sich bewegt hat? Irgendwas, was hier runterspringt und mir wehtut? Nein, na gut. Ach Gott, ihr armen Dinger. Boah, das sieht ja cool aus. Wow, das sind Blumen, oder? Könnte auch eine Arena für einen Bosskampf sein, fällt mir gerade so auf. Naja, wir haben ja noch ein bisschen was anzugucken, bevor wir da runtergehen. Huch! Ha! Ach so. Bäh, das ist so ekelhaft. Das ist ekelhaft. Hallo? Hallo? Okay. Ich höre doch was. Da hinten. Eine Glut! Da glaube ich ja nicht. Oh. Da steht einer und kocht. Bist du ein NPC? Hey. Ach krass, mit dem können wir... Oh, guckt euch den mal an. Oh mein Gott, das sieht ja traurig aus. Oh. Well. There is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Ja, das stimmt. Oh. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are ash, are you not? Is it not fire that you seek? Ich glaube, sowas Ähnliches hat der Typ, der uns in das Gemälde gesaugt hat, auch gesagt. Surely you've seen the rot that afflicts our world. But that witch fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must... Ja, okay, das kennen wir schon. Nicht voraus Suppe. Toll. Ja, das ist okay. Interessant. Also muss ich wahrscheinlich gegen diese Lady kämpfen, von der die alle reden. Beziehungsweise sie bekehren, aber hier lässt sich ja eh nie jemand bekehren, also muss ich gegen sie kämpfen. Damit ich die alle quasi retten kann, aber ich rette sie eigentlich gar nicht, sondern ich sorge dafür, dass diese ganze Welt aufhört zu existieren oder so.
Oh Gott. Oh, das ist... armes Ding. Leuchtfeuer voraus. Vielleicht waren das ja auch mal Menschen und das ist so eine Art Fluch oder so. Was hat der da eigentlich? Was ist das für ein komischer Schwanz? Das sieht ja widerlich aus. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, die Fäulnis ist ja wohl das hier, ne? Beziehungsweise diese ganzen Eier und ekelhafter Scheiß, der hier sich befindet. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Ist hier was in der Ecke noch? Oh, da ist jemand, oder? Hi. Hi. Oh, hi. Ja. Oh Mann, guckt euch das an. Das ist traurig. Ist hier was? Hey, das kann man auf jeden Fall. Aber das bringt ja nichts, ne? Aber das ist die erste Stelle, wo ich das machen kann. Vielleicht mit Feuer. Vielleicht kann man das ja wegbrennen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man einfach gar nichts machen. Bah. So, Leuchtfeuer hier drin. Ah. Schön, schön, schön. Und sonst ist hier auch nichts, oder? Irgendwelche versteckten Wände. Ne, nach oben geht's auch nicht. Nö. Scheint nicht so. Na gut. Oh, muss ich jetzt aufpassen auf den einen Assassinentypen? Nicht, dass der auf einmal hier oben hinkrabbelt. Ne? Das traue ich dem zu. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Das ist, glaube ich, der Weg, von dem wir kamen. Ja, ja, genau. Da muss der Typ hier eigentlich irgendwo sein. Da. Oder? Ist der das? Ich weiß nicht genau. Oh Mann. Das sieht aus, als könnte man es öffnen. Hä? Ach so. Okay. Yeah. Man kann die Tür öffnen wie eine Tür und nicht wie ein wild gewordener Barbar. Oh. Huch, was? Ach so, hallo. Ja, tut mir leid. Ich will euch gar nicht töten, aber ich weiß auch nicht so richtig, ob ich euch trauen kann, weißt du? Naja, dir kann es egal sein. Gut, der ist tot. Wo gehen die alle hin? Lässt sich nicht öffnen. Ja, das ist er. Ich glaube, den... nee, das ist ein anderer, oder? Das ist ein anderer. Okay. Hier, wo kommen wir denn hier hin? Hi, Kleiner. Oh, aua! Oh! Mann! Warum so bösartig? Oh! Ach, der wollte sich auch nicht stürzen, der kleine Penner. Ich
finde euch langsam gar nicht mehr süß und arm dran. Okay, da kommen wir zu dem Item da. Das ist gut. Das könnte was Tolles sein. Oh, da müssen wir rüberhüpfen, ne? Moment, gab es im Turm nicht auch eine Stelle, wo man rüberspringen musste? Habe ich die vergessen? Wo irgendwo so ein Item lag? Ich erinnere mich gerade dunkel. Fuck. Ich glaube schon, ne? Naja, machen wir erstmal hier weiter. So. Okay, der Raum mit dem Leuchtfeuer. Oh! Bah! Machst du das jetzt die ganze Zeit? Okay, da müssen wir hin. Das können wir schaffen. Aber ich gucke hier nochmal gerade. Oh! Cool. Oh, aber da scheint es irgendwie auch hinzugehen. Auf jeden Fall. So wie die Bretter da liegen, sieht ja aus, als könnte man da hoch. Vielleicht von da. Nee, obwohl von da müssten wir eigentlich in das Haus rein, damit wir es da öffnen können. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich da eigentlich hoch, oder? Moment. Erstmal holen wir das Item, hoffe ich jedenfalls, dass ich das schaffe. Nicht runterfall. So. Oh, da müssen wir abspringen, okay. Da! Puh. Krähenfedern. Oh, das sind die Waffen, oder? Die der Typi vorhin hatte. Kann das sein? Krähenfedern. Die da. Dieses von den Krähendämonen Rittern verwendete Stoßschwert bietet eine spezielle Waffenpaarung. Bei beidhändigem... Was ist los? Muss ich Angst haben? Nein, die kommen hier nicht hoch. Bei beidhändigem Einsatz können in der linken Hand 4 dünne Klingen geführt werden. In ihrer Hingabe zu Schwester Friede schworen die Krähendämonenritter, das Gemälde vor Feuer zu schützen und zu diesem Zwecke ihre eigenen Brüder zu vernichten. Oh. Okay. Fähigkeit Federstachel beschwört vorübergehend gleichzeitige Abbilder 4 dünner in der linken Hand geführter Klingen herauf. Ein Stoßangriff kann folgen, indem ein schwerer Angriff eingesetzt wird, wenn ein Treffer gelandet wird. Das klingt ziemlich cool. Eigentlich. Das könnte ich eigentlich mal beim nächsten Mal ein bisschen aufleveln und ausprobieren. So. Ach shit, jetzt muss ich ja wieder gegen den doofen Typen kämpfen, ne? Oh man. Ach, der ist schon tot? Hä? Bin ich hier schon mal lang gelaufen? Ach so, ach, ich dachte, ich hätte beim... Habe ich nicht beim Leuchtfeuer zwischendurch gerastet? Na gut, anscheinend nicht. Okay. Ja doch, hier war ich schon. So, hier ist der Nette. Einzig nette. Aber wenn ich hier rund... Ja, nee. Selbst wenn ich darüber springe, schaffe ich das doch nicht. Das muss irgendwie anders gehen. Da ist noch eine Leiter. Kommt man hier vielleicht? Irgendwie? Nee. Hey.
Oh, da können wir rein. Der lebt ja noch. Wie dir das hochwirkt, ey. Bäh. Na, Glut, schon wieder. Ja, Mensch. Okay, einverstanden. Na gut, beenden wir die Folge mal hier an dieser Stelle. Hey, wie passend. Der Controller ist genau jetzt alle. Dann beenden wir wirklich. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.